Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Und ich gehe Paul an. Saison. Und ich bin hier mich gerade die ganze Zeit am Schneekanon durchteppen. Ah. Ich auch. Das interessiert gehen hier. Geh du pullern. Ja, Kinder, merkt euch, zu viel Bananensaft trinken ist nicht gut. Und ich hatte einen Tetrapack. Hallo. Meine. Tetrapack im Bananensaft. Bäh. Das ist bestimmt Bananensaft von Nick. Der ist bestimmt schon abgelaufen. Wer weiß, wer weiß. So, Yoda, wo muss ich noch anmachen? Halt die ganzen Lanzen. Die eine da, die jetzt gerade. Doch nicht. Ich mach die gerade alle an. Die Lanzen. Jetzt hab dann ich lass ich den noch. Ah, du tappst dich gerade durch. Ja, mach mal noch die TF10 an. Oh. So. Ja. Guten Tag. Bist du zurück? Tschüss. Aber natürlich. So. So. Hier sieht's ja schon ziemlich gut aus. Macht der Pistenbully fährt gerade die ganze Zeit. So, Was mache ich? Wärst die ganze Zeit vor mir weg, so. Nö, ich mach die, weil du tappst dich gerade durch und dann mache ich die TFC an, wo du jetzt aber nicht reinkommst. Aber das Schild ist doch viel zu klein für den Pistenbully, oder? Eigentlich ist der Pistenbully auch viel zu klein. Oder? Wobei für SOS-Verhältnisse geht's. Ja. Ist mal jemand hier da? Kann mir mal sagen, bis wohin meine Knie gehen? Also die Ketten waren bei mir bei Kniehöhe. Hallo. Was denn? Ich feuer schon. Kommst du jetzt in die nächste G-Mini oder soll ich die machen? Ich guck mal, ob ich in die nächste G-Mini komme. Ja, ich komme in die nächste G-Mini. Alles klar, dann schau, die ganzen G-Minis sind jetzt in einer Reihe gekauft worden. Alles klar, dann fahre ich hier weiter, das machst du, oder? Die G-Minis habe ich in der kurz nach der letzten Folge, die vorletzten Folge, die Morph genommen haben, wo Melvin und ich noch alleine waren. Puh, gute alte Zeiten, wo wir beide noch alleine waren. Hahaha. Oh ja, geil. Timer gestellt? Ja, so in etwa. Ich hab bloß gerade nicht mein Handy zur Hand, deshalb. Da hört man gar nichts mehr vom Lugge. Doch. Hi. Hört man mich noch? Nein. Gut. Nein. Nein. Siri! Ja. Halt's Maul. Hey Melvin, kannst du mich sehen? Wer hat mir den Bully hingestellt? Ach, übrigens, die Windenmaschinen von Kosse und mir kriegen alleine den Platz in der vorneigbaren Werkstation. Die anderen müssen draußen stehen. Ich stehe eh und ganz komplett woanders. Achso. Hab ich schon angemacht, Geminis. Ja, ich tu nur gerade hier ein paar wieder noch umstellen. Wie würdet ihr sagen, wenn wir Vollbetrieb haben, machen wir da meistens Flotte oder eher alleine? Kind drauf oben. Wie man's? Großen Pisten, wo kein Winden braucht, da ein Flotte machen und wo Winde braucht, wird er nur. Ja, genau. Ich hab heute gar nicht gehört. Also, da, wo halt du keine Winde brauchst, kann man nur Flotte machen und da, wo man Winde braucht. Ja, keine. Aber ja, es sind ja alle Bullies, bis auf Loipe. Wer macht denn eigentlich Loipe? Wo hast du das mal drin? Ja, ich mach Loipe und Funpark. Aha. Du machst das normale Präparation nur damit? Ja, also ich mach Loipe und Funpark ist mein Sohn. Als Nebenjob. Das kannst du am Tage machen. Als Nebenjob, genau, mache ich. Ich glaube hier Funpark kann man nur am Tage präparieren, oder? Nee. Macht man auch eher morgens, also morgens halt. Mhm. Beziehungsweise abends.
So, jetzt bin ich mit dir beim Tappen, Jule. Alter, ich wünsche mir sowas von, also ich wünsche mir wirklich realistischen Schnee. Johnny, wann lädst du deine Folge hoch? Ihr wiederholt euch. Ich wollte gerade sagen. Nee. Der ist einfach nur ein treuer Fan von dir. Ein treuer Fan. Der einzige, den er hat. Oh. So. Also die Lanzen, die ich jetzt gerade so anmache, die habe ich erst ausgerichtet, Nick. Das glaube ich mit Nick. Nick ist ja gar nicht da, Pisten. Ja. Du immer mit Nick. Du ne andauernd schlecht reden. Der will sich schon wieder rausreden. Ich war gerade am Luft holen. Das sag ich doch. Rausreden. Ja, iPhone. Hä? Hey. Du? Mein Schild liegt schon wieder scheiße, oder? Nee, es geht. Hey. Johnny, hast du iPhone? Wer? Du iPhone, Alter. Fuck das. Ich? Ja. Nein, ich hab Saxum. Saxum? Dein Lieblings, dein spielt der Johnny Saxophon. Da steht ein Everest, den klaue ich mir jetzt. Nein, es ist meiner. Bin immer noch mehr Brinot-Fan. Bistmui-Fan. So rum. Ist einfach jetzt, vom Design her geiler. Jetzt habe ich mich aus Versehen in den reingetappt. Johnny, geht das Schild nicht ein bisschen weit hoch beim Everest? Das ist ideal für einen Pfandpark. Ah, das weiß ich nicht. Wie gesagt, ich habe außerdem mein Tattoo nicht am Schild oder an der Fräse gemacht. Doch irgendwas habe ich geingamed. Aber fürs Feintuning war dann der Brandy dran. Aber Brandy. Alle sind jetzt an, Yoda. Perfekt. Alles klar, dann fange ich an mit der Fräse unten zu fahren. Wo fährst denn du? Ich bin hier. Wer fährt denn da von mir? Du musst stehen bleiben, sag ich schnell. Yoda, dann hole ich dich ein. Ja, ich muss jetzt hier erstmal hier mich komplett wieder einstellen und alles. Du musst dich komplett wieder einstellen. Alles klar. So, gut. Yoda, du fährst auch mit Fräse unten, hoppala, ne? Ja. Hey, lass die Fräse oben. Nee, dann sehen wir, wo wir noch beschneiden müssen. Ja, ist ja echt so. Ich verblüß. So. Dann können wir vorne schieben und hinten direkt präparieren. WZW halt da, wo noch nicht so viel Schnee liegt. Als hier wo große Löcher noch... Das geht sich mit der Fräse dann aus. Wenn wir halt wo große Löcher sind, da noch nicht Fräse runter machen. Alles klar. Wobei, es geht jetzt eigentlich. Sieht ganz gut aus. Ja, also wir haben ja schon groß. Ich will, dass Weißental rauskommt. Ja, das war voll geil. Aber die Map vom MMT wird auch schön. Kann ich euch schon versprechen. Ja. Ah, Produktwerbung, du. Ja, aber natürlich. Sorry, Yoda. Alles klar. Seht ihr mal mit welchen Leuten wir hier zusammenspielen müssen? Müssen. Pass mich dir an. Der war gut. Der war gut. Das muss man dir lassen, der war gut. Gott, oh Gott, hab ich nie geöffnet. Oh. Wir machen jetzt deine Mutterwitz-Challenge. Okay. Oh Gott, ich schwäche schon mal aus. Deine Mutter ist so fett, die braucht ein Zirkuszelt als Unterhose. Deine Mutter überfährt kleine Kinder mit dem Deo-Roller. Hat er sich selbst ausgedacht. Ich weiß. Deine Mutter ist so fett, wenn die auf dem Bauch liegt, kriegt sie Höhenangst. Oh, da kenne ich jemand auch. Was, Melvin, du?
Schon wieder. Ich kenne da jemanden. Johnny, ja. Ich habe Johnny Husten. Deine Mutter ist fett, die kriegt einen Kindergruppenrabatt. Alter, dynamischer Schnee wäre geil. Für ein SAS. Ziemlich, aber ich finde es auch schon so ziemlich gut. Johnny, dann hast du ja eine Aufgabe. Kann man den Schnee ne, einfach so vom LS15 exportieren, importieren, was weiß ich? Ja, was für ein LS15? Na, also mit Partikelsystem habe ich mich noch nicht auseinandergesetzt, aber. Ich glaube schon. Theoretisch wärst du möglich. Gibt es im LS15 Schnee? Nein, aber es gibt Getreide. Ui. Und wenn du das als Schnee machst, haben da eigentlich die gleichen Eigenschaften wie der Schnee hier. Jode. Ja. Hast du jetzt angefangen, die Kabine zu ändern? Ach so, ja, stimmt, da war ja was. Nee, habe ich noch nicht gemacht. Da war ja was. Ach, blöde. Oh Gott. Jetzt kommt der Johnny bestimmt hin. Ich denke auch, ich fahre jetzt noch runter zu vorne Eckbahn. Talstation und dann ist nämlich auch die Folge jetzt mal so langsam zu Ende. Schon, da muss ich ja schon wieder aufnehmen. Ja, natürlich, wir machen hier Marathon jetzt. Aber ich weiß ne, wie viel Zeit ich noch hab. Naja, noch hab ich welchen. Eine Folge nehmen wir auf jeden Fall auf, in der wir jetzt noch. Ich denke, in der nächsten Folge kriegen wir das fertig, oder? Ja, könnte durchaus sein. Nächsten 15 Minuten. Müssen wir uns halt beeilen. Hört ihr die Musik, ne? Nö. Sehr schön. Muss ich aufpassen wegen GEMA. Sonst krieg ich nämlich einen GEMA-Strike. Ach so, gut. Ja, du wärst mir egal, er würde es noch lauter machen. Johnny, ich denke, wo wir sind, können wir schon die Schneekanone aufstellen. Alter, Junge. Ich sag dir, wenn ich jetzt deswegen GEMA-Strike krieg. Dann komme ich dich Oma besuchen. Oh Gott. Da war ja ein Schild. Ich denke, hier unten im Tal können wir die Schneekanonen schon ausmachen, oder? Ja. Ja, und auch hier an dem schmalen Stück, wo der Zaun ist. Ja, genau, so habe ich repariert. Aber ist jetzt alles schon wieder zugeschneit. Ich fahre die ganze Zeit hinter Johnny. Ach echt? Wo? Wo? Ah, Tatsache. Schon seit Viertelstunde oder so. Nee. Bin andauernd beschäftigt mit dem Schild hier, das ordentlich hier zu neigen. Uiuiui. Übrigens, wir müssen mal auch die andere Variante der 1, also hier meinte ich. It is love and this life, we are unstoppable. Nein, Johnny. Was soll ich erst die immer lacht anmachen oder faded? Aber das hat bis jetzt auch kein Copyright, oder? Was faded ist Copyright? Ich weiß, das hattest du in deinem World of Warships schrieben auf Sächsisch. Schrieben. Aber eigentlich ist das Copyright. Warum? Weil das nicht mehr unter normaler YouTube-Musik ist, das ist, wobei, ich glaube, du darfst die Musik verwenden, solange es nicht für kommerzielle Zwecke gilt. Also solange das Video nicht mit Werbung verwendet, also ja. Nicht monetarisiert ist. Monetarisiert. Nee, hier drüben braucht er eigentlich, ne? Ah ja, macht, was er denkt. Gut, jetzt bin ich nämlich eigentlich schon gleich unten. Da musst du auf uns warten, wir sind auch gleich da. Ah, ich nicht. Ich bin ganz dumm. Da verfolgt mich ja immer noch. Ah, Mensch, jetzt habe ich rüber geguckt. Voll die Stalker-Braut, Alter. Yo. Wobei, warte mal. Jetzt habe ich eine andere Option gefunden, wie ich das machen kann. Ich liebe die Windenkamera. Ah ja, mit der Winde. Jetzt kannst du ihn stalken, oder? Ja, ich brauche bloß umschalten und da sehe ich einen Moment. Vielleicht noch ein bisschen anpassen, so ist gut. Ja.
So, also ich bin jetzt im Tal. Hier unten kann man gleich mal ausmachen. Und ich gehe mal wieder tanken. Meine Lieblingsbeschäftigung. Bei der Tankstelle gibt's immer Käsebrötchen. Ah. Ah. Leck. Bei mir leckt's brutal. Ist mir doch egal. Mensch, ich komme andauernd auf dieses hässliche Panel. Och Mensch. Ich habe gerade hier diese Geldübersicht geöffnet und schon schwebe ich hier auf die T60. Okay, aber die hängt nur super. Und gerade nochmal mit einem Finisher hinten ran. Uff. Geil, und ich würde sagen, damit beenden wir die Folge, oder? Melvin? Hallo? Ja, Judas, Nike? Achso, ich habe mich gemutet. Achso. Ja, auf jeden Fall beenden wir jetzt hiermit die Folge. Macht's gut und ja, schaut, abonniert den Johnny48, der macht geile Videos, habe ich gehört. Ja. Ich weiß nicht, ob sie nur viermal im Monat rauskommen. So, ja, würde ich sagen, macht's gut und ciao. Tschüss. Tschüss.